So, herzlich willkommen zum nächsten Teil von unseren Questions and Answers. Diesmal aus dem Oktober. Und diesmal geht es um ein sehr spannendes Thema, die Gluconeogenese. Da gehen wir auch gleich direkt rein. Ist natürlich nicht unkompliziert das Ganze, aber ich bin nicht bis ins letzte Detail gegangen. Also die ganzen chemischen Schritte habe ich euch nicht aufgelistet. Dafür habe ich den Link dazu gegeben. Den könnt ihr euch gern anschauen, wenn ihr ganz ins Detail gehen wollt. Also Gluconeogenese, was ist das eigentlich? Wenn ich es jetzt mal kurz mit eigenen Worten beschreiben darf, ist es einfach die Glukosegewinnung eigentlich aus Eiweiß, also letzten Endes aus Aminosäuren. Und das passiert dann, wenn der Körper in einen Hungerzustand kommt. Also normalerweise ist es ja so, dass wir entweder Fette oder Kohlenhydrate verbrennen. Und in besonderen Situationen, wenn wir halt ein Energiedefizit haben, kann es passieren, dass der Körper eben auf diese Gluconeogenese schaltet. Die ist eigentlich nicht sehr gesund, also ist nicht erstrebenswert. Weil wir wollen ja auch nicht, dass unser Eiweiß abgebaut wird, weil wir dadurch ja auch Kraft und Leistungsfähigkeit stark einbüßen. Und wenn die Gluconeogenese gestartet wird, da ist dann der Körper schon in einem echten Hungerzustand und in einem starken Energiedefizit. Dementsprechend, also ich kann natürlich eine Gluconeogenese, auch wenn ich eine sehr lange Trainingseinheit mache und zum Beispiel nichts dabei zuführe, also nehme beispielsweise an, ich gehe jetzt 10 Stunden Radfahren und esse keinen Riegel und esse auch davor nichts, dann kann das schon passieren, dass ich das forciere. Fühlt sich auch nicht sehr angenehm an. Wer das schon mal länger drin war und dementsprechend ist es nicht zu empfehlen. Also es ist so, dass beim erwachsenen Menschen der Glukosebedarf am Tag für im Ruhezustand ungefähr 200 Gramm beträgt. Ja, also das sind dann über 800 Kilokalorien. Das müssen wir täglich als Glukose zu uns nehmen, wenn wir uns nicht bewegen. 75% davon verbraucht das Gehirn und der Rest wird von den Erythrozyten genutzt. Also das sind die Bereiche des Körpers, die wir nicht mit Fettverbrennung auch versorgen können. Das Gehirn ist eben der Teil, der wirklich auf Glukose angewiesen ist. Unser Körper speichert ja normal Glykogen ab, einerseits in der Leber, andererseits auch im Muskel. Normal beträgt das bei einem untrainierten Menschen ungefähr 400 bis 450 Gramm. 2 Drittel davon sind in der Muskulatur, 1 Drittel in der Leber. Wenn jetzt jemand regelmäßig trainiert, vor allem Ausdauer trainiert, kann das deutlich größer sein. Also bei einem sehr guten Ausdauersportler können das auch 1500 Gramm sein, muss man aber dementsprechend Ernährung und Training miteinander koppeln. Im Blut haben wir normalerweise eine verfügbare Menge an Glukose von ungefähr 5 Millimol pro Liter. Und jetzt ist es so, dass die Erythrozyten bei Menschen und bei Säugetieren ja keine Mitochondrien besitzen. Das heißt, sie sind für den Energiezufuhr, sie können keine Glukose selber verbrennen. Das heißt, sie sind wirklich darauf angewiesen, dass sie welche bekommen. Und das Gehirn ist eben auch der andere Teil, der seinen Bedarf an schnell verfügbarer Energie über den Glukoseabbau deckt und deswegen schon nach relativ kurzer Zeit, wo wir nicht genug Glukose zur Verfügung haben, setzt eben diese Synthese von Glukose ein, also die Gluconeogenese, und die findet vor allem in der Leber und der Nebennierenrinde statt. Das merkt man auch oft, wenn die Leute wenig essen oder eben zum Beispiel eine
Diät machen, wo sie eben ohne Kohlenhydrate auskommen, bis sich der Stoffwechsel am Anfang umstellt, ist es oft so, dass die ein bisschen aggressiv sind. Und in die Richtung merkt man schon, dass das Gehirn ein bisschen unterversorgt ist, weil es eben auf die Glucose angewiesen ist. Also wenn diese Versorgung nicht mehr gedeckt ist, dann kann ich eben durch den Aufbau von Glucose, durch die Gluconeogenese dafür sorgen, dass die Glucosekonzentration nie unter 3,5 Millimol pro Liter sinkt. Das sind ungefähr 60 Milligramm pro Deziliter. Und dadurch können pro Tag etwa 180 bis 200 Gramm Glucose gebildet werden. Zum Vergleich, in Milligramm pro Deziliter wird zum Beispiel unser Blutzucker gemessen. Wenn jetzt ein Diabetiker zum Beispiel seinen Blutzucker misst, da sagt man, ein normaler Wert nüchtern vor dem Essen ist 80 bis 100. Also 60 ist eigentlich schon ein bisschen knapp und da fühlt man sich nicht so ganz wohl und leistungsfähig. Dementsprechend ist es, finde ich es vernünftig, wenn man das verhindert. Aber wie gesagt, der Körper hat diese Funktion und kann auch immer aus dem Eiweiß Glucose bilden in Notsituationen. Ja, die Gluconeogenese, da sieht man so den Aufbau von einem Glucosemolekül. Ich habe euch hier den Link dazu gegeben zu wikibooks.org. Da ist mal der ganze Prozess in all seinen Schritten. Wer es wirklich im Detail wissen möchte, beschrieben, wie man das machen kann oder wie das im Körper stattfindet. Und da könnt ihr das euch noch genau anschauen. Wie gesagt, in der Praxis ist es einfach wichtig zu wissen, ja, der Körper braucht etwas Glucose, wenn er sie nicht bekommt. Die Erythrozyten und das Gehirn sind darauf angewiesen, das heißt, wir können nicht ohne, dann muss der Körper es synthetisieren und das passiert eben durch den Eiweißabbau. Also wenn ich sage, okay, ich möchte einerseits meine Muskulatur erhalten oder sogar verbessern oder meine Leistung verbessern, und andererseits aber komplett auf Kohlenhydrate verzichten, funktioniert in dem Sinne nicht, weil es da eben immer zu einem Eiweißabbau kommt und im Gegensatz zu unserer Muskulatur, die super im Fettstoffwechsel funktioniert und die wir super mit Energie aus Fetten versorgen können, haben im Gehirn und Erythrozyten da wirklich Probleme. Deshalb alle, die fleißig trainieren, ein bisschen Kohlenhydrate sollen schon dabei sein, muss nicht riesengroß die Menge sein, aber ein bisschen was brauchen wir gar nicht für die Muskulatur, sondern eben vor allem für unser Hirn. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und hoffe, dass das für euch verständlich ist jetzt.